Hallo zusammen, einen wunderschönen guten Tag. Heute so kurz vor Ostern mit unserem Architekturgespräch. Unser heutiges Thema, adaptive Architektur. Ja, warum haben wir uns dem Thema angenommen? Das hat auch einen Hintergrund. Wir haben ja, sage ich mal, seit einem Jahr laufen unsere Architekturgespräche online, digital. Und wir haben seit einem Jahr noch keine Hochschule mit am Start gehabt. Das war doch auch der Wunsch von einigen Kollegen, auch mal hier die Forschung und die Lehre mit einzubeziehen. Und wie das Schicksal so will, natürlich ein Lehrstuhl aus Baden-Württemberg, wie es der Zufall möchte. Auch Grund dafür ist ein Anlass eines Projektes, das gerade fertiggestellt wurde. Und über dieses Projekt oder über diese Art und Weise der Arbeit möchten wir heute mit euch sprechen. Da konnten wir eine junge Dame gewinnen aus Stuttgart von der Hochschule, vom Institut ILEC, Institut für, und Lehrstuhl für Leichtbau und konstruktives Entwerfen. Da ist sie auch schon, unsere liebe Stephanie Weidner, die uns jetzt ein bisschen Einblicke verschafft in eines der, ja, das größte Projekt, das eigentlich gerade fertiggestellt wurde zu unserem Thema adaptive Architektur. Das steht jetzt in Stuttgart in Vaihingen oben, kann besichtigt werden, glaube ich. Du wirst dann uns gleich auch was dazu sagen im Detail. Und warum macht man solche Dinge? Wir haben ja das Thema, unsere Weltbevölkerung wächst und wächst und wächst und wächst. Und unsere Ressourcen werden immer knapper. Und wir hatten ja auch schon vor längerem mal über das Thema Beton gesprochen, dass der Sand weniger wird. Also da merkt man es ja auch, der Stahlpreis geht in die Höhe. Teilweise kommt der ein oder andere Lieferant nicht mehr an die Rohmaterialien dran, weil es einfach Engpässe gibt. Und dafür muss sich auch die Architektur wahrscheinlich auch neu erfinden. Und man muss sich Gedanken machen, mit welchem Material baue ich, wie baue ich, welchen Nutzen hat das Gebäude, welchen Nutzen hat es in 20, in 30, in 40 Jahren, ohne dass man Gebäude wieder abreißt. Oder das sind alles Dinge, die uns jetzt beschäftigen gerade aktuell. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Thema, was die Stephanie 4 Jahre betreut hat. Denke ich, ein sehr spannendes Projekt, das auch viel Zeit, Kraft, Energie gekostet hat. Und vielleicht ganz kurz zum Lehrstuhl. Ich glaube, dieser Lehrstuhl ist entstanden, also ILEC gibt es, glaube ich, seit 2001. Davor war es eigentlich auf Initiative von Frei Otto, glaube ich, gegründet worden, das Thema der Lehrstuhl für das Thema Leichtbau und Konstruktion. Also hat auch schon eine ganz lange Geschichte in Stuttgart. Christine, jetzt, Stephanie, sorry. Jetzt schalten wir nach Stuttgart zu dir und freuen uns auf eine spannende Zeit. Ihr könnt gerne Fragen stellen. Wir freuen uns über viele, viele Fragen, denn wir werden die alle beantworten, bevor dann nachher der Osterhase durchs Bildschirm rammelt und ruppelt und huppt. Ja, also, Stephanie, schalt dein Mikro. Alles klar, wir hören uns. Bis später. Bis später. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich würde dann auch mal mit dem Bildschirmteil losstarten. Noch eine kleine Ergänzung. Also wir sind das Institut für Leichtbau, Entwerfen und Konstruieren. Ist ganz richtig, seit 2001 heißt das Institut so, wie es nun heißt. Es liegt ganz einfach daran, dass Professor Werner Sobeck damals den Lehrstuhl, also 95 hat er den Lehrstuhl von Frei Otto, das Institut für Leichtbau und leichte Flächentragwerke übernommen. Und dann 2001 dann auch noch den Lehrstuhl von Jörg Schleich, der ja ein sehr bekannter Bauingenieur ist. Und somit ist in einer Person von Werner Sobeck dann diese beiden Fakultäten, einmal das Bauingenieurwesen und einmal die Architektur, vereint worden in einem Institut. Und das merkt man auch heute noch. Wir sind sehr dual aufgestellt, beziehungsweise nicht nur dual, sondern eigentlich sehr, sehr breit und interdisziplinär. Also wir haben auch Mitarbeiter, die einen Luft- und Raumfahrttechnik Hintergrund haben oder einen Architektur-, Bauingenieurwesen Hintergrund und oder Design Hintergrund. Ich versuche gerade nochmal den Bildschirm zu teilen. Andreas, wenn ihr mir nochmal die Rechte dazu geben könntet, dann klappt das hoffentlich auch gleich. Sonst kann ich auch erstmal noch so referieren. Also mein Name ist Stephanie Weidner. Ich bin nicht nur wissenschaftliche oder akademische Mitarbeiterin mittlerweile am Institut für Leichtbau, Entwerfen und Konstruieren, sondern auch im Büro Werner Sobeck tätig und bin auch da im Bereich Nachhaltigkeitsberatung
tätig. Ich habe Architektur studiert und dann anschließend daran meine Doktorarbeit am Institut für Leichtbau und Wärme und Konstruieren geschrieben, auch zum Thema Ressourcenschonung im urbanen Raum. Und das Projekt, das ich heute vorstellen werde, wenn das mit den Bildschirmteilen jetzt auch mal funktioniert. Stefanie, du musst, glaube ich, nochmal das Screensharing starten. Genau, bin ich drauf, dann klicke ich auf im Browser öffnen und dann passiert nichts. Müsste funktionieren, genau. Und dann oben nochmal den Bildschirm auswählen. Und nochmal den Bildschirm dann oben auswählen, genau. Ja, da so weit komme ich leider gar nicht. Das wird einfach nochmal neu laden. Im Browser öffnen und dann endet es bei mir. Dann musst du nochmal einfach neu laden. Okay. Das heißt, ich wähle mich einfach nochmal neu ein. Kurz. Ja, wähle dich nochmal neu ein. Okay, bis gleich. Danke. Bis gleich. So lange mache ich die Kamera nochmal. Okay, so lange rede ich nochmal mit euch. Also, ich habe vorher einen kleinen freudschen Versprecher gehabt. Möchte ich natürlich korrigieren. Vielleicht auch gleich einen Ausblick für nächste Woche in der Osterzeit. Ah, da ist es schon wieder. Du kannst gleich mal teilen. Probier mal, ob es funktioniert. Also für nächste Woche gleich eine Ankündigung. Da haben wir ein Büro aus Aachen am Start. Kader Wittfeld, da wird der Kilian Kader uns in der Mittagszeit unterhalten bei, wie sagt der Schwabe, Spätzle mit Soße. Und er bei Aachener Printen, vermute ich mal, bei Lebkuchen. So, jetzt teilt sich der Bildschirm so, glaube ich. Ich habe schon mal weiß. Jawohl, jetzt geht's los. Ich klinke mich jetzt aus und viel Spaß mit der Stefanie. So, also, hallo und herzlich willkommen zu meinem kurzen Mittagsvortrag zum Thema adaptive Architektur. Vorgestellt habe ich mich jetzt ja noch schon zur Genüge und den Hintergrund meines Instituts auch kurz dargestellt, deswegen können wir auch gleich weitergehen. Die Auswirkungen des Bausektors. Ich denke, dass wahrscheinlich alle von uns diese Zahlen oder zumindest so die Tendenzen bereits kennen. Und ja, man hört sie sehr oft, aber ich denke trotzdem, solange es sich jetzt nicht maßgeblich mal was im Bauwesen verändert und ein Fortschritt passiert, muss man sie immer wieder wiederholen, auch wenn man sie vielleicht schon nicht mehr hören kann. Das Bauwesen ist nur verantwortlich für 10% des globalen Bruttoinlandsproduktes, aber trotzdem für 50% des globalen Ressourcenverbrauchs und was auch noch eine ganz wichtige Zahl ist zum Thema globale Erwärmung, sind die 38% der globalen CO2-Emissionen, für die das Bauwesen verantwortlich ist. Also doch ein sehr großer Anteil, das heißt, wir haben einen großen Hebelarm, den wir hier bedienen können, wenn wir denn unsere Kräfte vereinen und hier auch wirklich zusammen den Fortschritt adressieren. Ja, der Andreas hat auch gerade schon gemeint, wir haben natürlich einen wahnsinnigen Bevölkerungsanstieg in den letzten Jahren. Ich mach's kurz weg. In den letzten Jahren zu verzeichnen gehabt. Natürlich nicht nur in den Schwellen- und sogenannten Entwicklungsländern, aber in den Industrienationen ist es relativ stagnierend. Das bedeutet, dass 2,6 Personen pro Sekunde, und das ist auch bereits schon netto, also eventuelle Personen, die dann in der Zeit auch sterben würden, sind da schon abgerechnet. Das heißt, 2,6 Personen netto pro Sekunde werden zu unserer aktuellen Weltbevölkerung dazu addiert. Das ist immer jährlich eine Größe von etwa der Bevölkerungsmenge von Deutschland, die dann natürlich auch Wohnraum benötigt, die einen Raum benötigt zu arbeiten, die Flächen benötigt, um sich fortzubewegen, also Infrastrukturbauten, Schulen, Universitäten, Kirchen, Moscheen und all sonstige Gebäude, die wir als selbstverständlich erachten. Das heißt, hier ist eine ganz große Menge an Materialien und an Produkten, die es gilt in den nächsten Jahren und eigentlich auch jetzt am laufenden Band zu produzieren, um eben diesen Menschen auch eine menschengerechte Heimat zu ermöglichen. Und ich denke, dass wir hier auch nicht den Anspruch haben können, zu sagen, ja, die Entwicklungen in den Schwellen- und Entwicklungsländern sind uns eigentlich egal, weil die kommen auch mit weniger Quadratmeter pro Person zurecht. Dem ist natürlich nicht so, denn das Bruttoinlandsprodukt in diesen Ländern ist auch gerade sehr stark am Ansteigen und mit zusätzlichem Wohlstand kommen natürlich auch erhöhte Ansprüche an die gebaute Umgebung und an das eigene Wohlbefinden. Insofern kann man sich auch erklären, dass das anthropogene Lager, also ja, das ist die gebaute Umwelt und alle Produkte, die durch Menschen erzeugt wurden, also
künstliche Elemente wie zum Beispiel Straßen, Gebäude oder auch dauerhafte Güter. All das wird unter dem Titel anthropogenes Lager beschrieben. Und dann dieser Graph ist nämlich nicht nur parallel zu der Bevölkerungsentwicklung, sondern steigt exponentiell an. Und das hat eben vor allem damit zu tun, dass auch die Ansprüche der Bevölkerung steigen. Ja, und wenn man sich ansieht, was da die Konsequenzen sind, also es gibt verschiedene Szenarien, die hier aufgestellt wurden. Einmal das Szenario, dass der Rest der Weltbevölkerung auch nur den Standard von den Industrienationen von 1970 erreicht. Das wären immerhin 132 Tonnen Material, also Tonnen an Sand, an Beton, an Asphalt, also 132 Tonnen pro Kopf, die das bedeuten würde. Da haben wir einen leichten Anstieg noch zu verzeichnen bis 2050. Wenn es so weitergeht wie bisher, sind wir allerdings dann doch nochmal deutlich höher. Aber würde man, was sozial gerechter wäre, allen den gleichen Standard ermöglichen, dann haben wir ein wahnsinnig exponentielles Wachstum, das bis knapp 3400 Gigatonnen Materialbestand bis 2050 bedeuten würde. Momentan sind wir bei ungefähr 780. Also doch ein wahnsinniger Zuwachs, der eigentlich so mit den bisherigen Methoden auch kaum zu meistern ist. Ja, und dann gab es bereits Anfang des 20. Jahrhunderts so eine Tendenz in Richtung Leichtbau. Das kam natürlich aus der Not heraus, der Zweite Weltkrieg war vorbei, man hatte wenig Materialien, mit denen man ganz schnell wieder das menschliche Habitat und die gebaute Umwelt erzeugen musste oder erneuern musste. Kleine Seitennotiz am Rande, da hat man auch schon bereits damals mit Rezyklaten gearbeitet, also ganze Bruchstücke von zerbombten Gebäuden wurden damals dann entnommen und wieder neu in die Gebäude eingesetzt. Also Recycling war da schon mal sehr gut erprobt worden. Da ist man dann leider mittlerweile wieder ein bisschen abgekommen, aber jetzt steigt gerade wieder dieser Anteil an Recycling in der gebauten Umwelt. Ja, aber trotzdem war Leichtbau eben eine Prämisse, um sehr schnell die ganzen Wohnräume wiederherzustellen. Und hier ein wunderschönes Beispiel, ist auch schon viele Jahrzehnte alt, von Heinz Isler, einem sehr bekannten Bauingenieur, der eine wahnsinnig dünne, fast nur 25 cm dicke Betonschale es ist eine Tankstelle in der Schweiz, die hat er entworfen und gebaut. Und dieses sehr schlanke, elegante Element wiegt immer noch knapp 600 Kilogramm pro Quadratmeter, aber ist dennoch eben wunderbar leicht und schon mal ein Beispiel für diesen ingenieurbedingten Leichtbau. Wir an unserem Institut haben das dann im Anfang des 21. Jahrhunderts, also um 2001 herum, nochmal eine Stufe weitergetrieben und den Leichtbau fast an die Grenzen getrieben zu dem des Möglichen. Das hier ist eine Glasschale, die ist nur einen Zentimeter dick insgesamt, spannt 8,50 Meter. Und wenn man da das Gewicht mal berechnet, dann sind wir bei 25 Kilogramm, die diese Schale pro Quadratmeter nur wiegt. Und das ist das Eigengewicht, also diese 25 Kilogramm. In Stuttgart kommt es zwar jetzt nicht mehr so oft vor, aber theoretisch ist die Schneelast, die man berechnen muss, bei ca. 140 Kilogramm. Und genau das ist das Problem, denn da ist der Zeitpunkt erreicht, ab dem das Eigengewicht nicht mehr der formbestimmende Lastfall ist, sondern in dem Fall das Schnee, der eine veränderliche Last ist und mal kommt, mal nicht da ist. Und mit dem es schwer ist, vorherzusehen, wann er wann die Struktur damit beansprucht wird. Und das sehen wir eben so als, ja, viel weiter, viel leichter kann man dann einfach auch wirklich nicht bauen, weil, wie gesagt, die veränderlichen Lasten hier die Form fast schon bestimmen. Und insofern war es eigentlich eine logische Konsequenz, wenn man versuchen möchte, die Grenzen zu überschreiten, dass man sagt, wir brauchen etwas, das sich eben an diese veränderlichen Lasten dann auch anpassen kann. Und da sind adaptive Strukturen, also vom lateinischen adaptare, anpassen, eben gleich so der nächste Schritt, mit dem man, dann eingehen kann. Wir haben hier eine fast 15 Meter spannende Holzschale, die ist nur 4 cm dick und noch leichter auf den Quadratmeter, jetzt sind wir bei 20 Kilogramm pro Quadratmeter, als eben die Glasschale. Und
damit hat man diese Grenzen des Leichtbaus eben überwunden und ist im Ultra-Leichtbau, also auch Ultra wieder darüber hinaus. Und das wird eben vor allem durch die adaptiven Strukturen geprägt. Das Besondere daran ist, dass wir hier drei Auflagerpunkte haben. Also das sind hier diese drei, die ich gerade, ich hoffe, man sieht meinen Mauszeiger, aber einkreise. Und die drei Auflagerpunkte haben hydraulische Zylinder, also wir nennen es Aktoren, die man, hier kann man es nochmal genauer sehen, die an diesen Auflagern befestigt sind. Und die gute Eigenschaft ist nun, dass man durch das, dass es auch intelligente Strukturen sind, die mit sehr vielen Sensoren versehen wurden, dass zu jeder Zeit dass die Struktur weiß, wo welche Kräfte gerade auftreten. Also wenn ich zum Beispiel eine Schneelast habe, die liegt einseitig auf meiner Schale, dann erkennen diese Sensoren diese Kraft und melden die Information an eine Kontrolleinheit, also den Computer, und der wiederum leitet dann die Informationen zum Handeln an diese Aktorik weiter. Und somit kann man durch die Gegenbewegung und durch eine ausgleichende Bewegung der Struktur die vorherrschenden Kräfte beeinflussen und somit eigentlich jede Spannung, die unerwünscht ist, in der Struktur ausgleichen. Dieses Video funktioniert leider nicht, deswegen überspringe ich das, weil ich habe es auch nochmal grafisch in analog hier mitgebracht. So würde die Spannungsverhältnisse beispielsweise aussehen, wenn diese Struktur passiv wäre, also ohne Aktorik. Und sobald ich dann die Aktoren habe, die entgegen bewegen können, entgegen dieser Kraft, dann kann man diese Spannungen eigentlich fast ausgleichen. Und das ist eben der Vorteil daran, somit können wir sehr schlanke und sehr leichte Strukturen garantieren, ohne dass man zusätzliches Material einbringen muss, das wiederum diese Schneefälle oder diese Lasten durch Wind dann entsprechend ausgleichen kann. Ja, natürlich ist das Ganze jetzt noch relativ abstrakt gehalten. Also wir sind in den Anfangs, so funktioniert Forschung normalerweise auch, dass man erstmal in den in so abstrakten Strukturen denkt, wie zum Beispiel in einfachen Balken oder dann eben in Schalen, um das System und das Konzept dieser Adaptivität erstmal darin zu verstehen, um es dann anschließend auf realistischere Bauten, die sonst treffe ich ja in der normalen gebauten Umwelt ja selten eine Schale an, aber man möchte dann eben diesen Sprung schaffen und die Vorbereitung tätigen, dass alles dann auch in einen realistischeren Gebäudefall übertragen werden kann. Wenn wir noch kurz bei den verschiedenen Adaptivitätsstufen, die wir am Institut untersuchen, bleiben, wir sind auch sehr in Forschungen integriert, die sich zum Thema adaptive Fassaden drehen. Wie zum Beispiel hier können durch variable Öffnungen, das sind auch mehrlagige textile Fassaden, wie auch jetzt zum Beispiel diese hier, da kann man den Wärmetransmissionsgrad verändern, weil eben diese Öffnungen sich adaptiv an die Raumbedingungen anpassen können und somit den Transmissionsgrad der Fassade entsprechend der Anforderungen des Innenraums eben anpassen können. Auch hier ist Leichtbau natürlich eine Prämisse. Das heißt, wir haben hier mehrlagige textile Strukturen, die per se ja schon mal sehr leicht auch sind. Das Ganze haben wir auch nochmal in den Innenraum getestet. Da ist jetzt natürlich eher der gestalterische Fokus naheliegend und nicht so sehr die Einsparung des Materials. Aber wenn man diese Deckengestaltung anschaut, Moment, jetzt, ist eine sehr atmosphärische Gestaltung für ein Museum war das jetzt in diesem Fall. Und diese Schirme, diese Faltungen können sich mit Hilfe der Zentrifugalkraft eben öffnen, sobald eine Person darunter sich befindet. Also da geht es eher um die Interaktion mit dem Besucher oder der Besucherin. Und dann, wenn man vorbeigegangen ist, sich dann auch wieder langsam schließen. Und das Ganze ist natürlich jetzt ein gestalterischer Aspekt, aber ich finde dann doch auch ein sehr schöner Ansatzpunkt. Ja, und wenn man das Ganze dann eben, diese Adaptivität auch wirklich in gebaute Beispiele übertragen möchte, dann
war im Institut auch vorweg zu unserem großen Forschungsbereich die Frage, welche Gebäudeform wäre denn am naheliegendsten? Einfamilienhäuser wahrscheinlich eher nicht. Und da kam man dann eben auch auf die, vor allem auf die Hochhäuser. Denn bei Hochhäusern ist Leichtbau besonders schwierig einzuhalten, dadurch, dass wir hier noch horizontale Kräfte haben, die auf das Gebäude auswirken. Und durch die Höhe des Gebäudes hat man auch eine relativ große Fläche, Angriffsfläche des Windes. Und insofern ist dieser Graph hier von Faslokan auch schon 70 Jahre alt, wahrscheinlich schon fast, sehr eindrucksvoll. Denn würde man diese Windlast außer Acht lassen, dann hätte ich einfach nur die übereinander gestapelten Massen oder der gebauten Struktur abzutragen. Aber durch den Wind habe ich hier auch einen leicht exponentiellen Anstieg des Gewichtes meiner Struktur. Und das ist eben vor allem das Problem, dass wir nicht oder dass man berücksichtigen muss und dass man nicht haben möchte. Denn das bedeutet ganz einfach, dass man mehr Material, mehr Masse in das Gebäude einbauen muss, damit es eben bei Wind oder unter Windbedingungen nicht zu anfällig ist und nicht zu sehr schwingt und sich bewegt. Insofern war das dann so vor 5 Jahren mittlerweile, als die Antragsphase für diesen Sonderforschungsbereich, dessen Titel hier oben drüber steht, adaptive Höhlen und Strukturen für die gebaute Umwelt von morgen. Das war so das erste Bild, das man dann mal gezeichnet hat. Und das war eigentlich auch das, was ich dann damals in die Hand bekommen habe. Und es hieß so, Frau Weidner, und das soll jetzt dann ungefähr so aussehen. Natürlich muss man da erstmal sehr viel sich einarbeiten. Es ist alles eine sehr interdisziplinäre Angelegenheit, denn natürlich kann ich auch als Architektin schon gar nicht, aber selbst ein Bauingenieur hätte Probleme, hier Aktorik-Elemente in die Planung mit einzubeziehen. Deswegen war das ein sehr langer, iterativer Prozess, den man am Anfang naiv, wie man war, vielleicht auch ein bisschen unterschätzt hat, also zumindest von mir aus gesehen, ich war da ein bisschen naiv unterwegs und dachte mir, ja, das können wir dann schon auch irgendwie so als Bauingenieur und Architekten vielleicht auch ohne die anderen machen, war aber nicht so, also ging nicht. Das war auf jeden Fall die erste Lehre, die man daraus ziehen konnte. Man kommt nicht weiter, wenn man nicht interdisziplinär aufgestellt ist und interdisziplinär arbeitet. Das Gebäude, wie richtig schon erwähnt, steht mittlerweile auf dem Campus der Universität Stuttgart in Stuttgart-Vaihingen. Vielleicht kennst du der eine oder die andere. Wir haben hier dieses Leichtbauzelt von Frei Otto. Es ist unser Institutsgebäude am Pfaffenmeitring 14. Dann diese Holzschale, die ich gerade kurz gezeigt hatte, also so unser erstes Pionierelement für das adaptive Bauen steht auf der benachbarten Plattform, und zwar hier. Und wir haben jetzt hier eben eine neue Plattform erstellt, worauf unser Demonstrator-Hochhaus, das ist das Gebäude hier im Westen der beiden Türme, zusammen mit seinem jetzt im Osten stehenden Treppenturm aufgestellt wird. Ja, dieser Treppenturm ist notwendig, weil wir den Demonstrator oder das Demonstrator-Hochhaus, wie es vielleicht ein bisschen martialisch heißt, aber so ist eben jetzt unser Name. Dieses Demonstrator-Hochhaus sollte sehr clean und puristisch sein, sodass wir hier wirklich nur die einzelnen Ebenen und die einzelnen Geschosse haben. Es sind insgesamt 12 Obergeschosse. Und nebenan ist dann gesondert jegliche vertikale Erschließung. Da wird dann später auch noch ein Aufzug nachgerüstet. Die Treppen befinden sich hier, die Leitungen, die Hydraulikrohre. Alles ist in dem Treppenturm verortet und wird dann punktuell über einen Steg noch über in das Demonstrator-Hochhaus dann eingeführt. Und dann komme ich auch schon noch ein bisschen zur Technik, weil das spielt bei uns natürlich eine sehr große Rolle. Die erste Idee 2017 war, man erstellt das Gebäude und versucht dann nachträglich in irgendeiner Art die Aktorik dann noch unterzubringen. Da hat sich dann aber sehr schnell herausgestellt, dass das nicht wirklich zielführend ist, denn dass dann gerade adaptive Gebäude erfordern, dass man wirklich von Anfang an diese Adaptivität mit in den Entwurf einbezieht und berücksichtigt. Und die Forschungen zu Adaptivität in Hochhäusern hat zeitgleich mit unseren Planungen begonnen. Das heißt, da war auch ein bisschen oft ein Hin und Her zu erwarten.
Und man hat sich, oder meine Kolleginnen von der Systemdynamik und von der Regelungstechnik und vom Maschinenbau, das waren so die Fachbereiche, mit denen wir sehr viel und sehr eng zu tun hatten, die haben sich dann zwei unterschiedliche Prinzipien für die Aktuierung von Elementen überlegt. Einmal gibt es eine parallele Aktuierung und einmal eine serielle. Die beiden werden so unterschieden, dass in dem parallelen Fall der Aktuator nur teilweise im Lastpfad ist. Also eigentlich habe ich noch eine passive Struktur, die meinen Regelfall, also das Eigengewicht des Gebäudes trägt. Und nur die dynamischen Lasten, die jetzt zum Beispiel durch den Wind oder durch Erdbeben erzeugt werden, nur die werden dann von den Aktoren übernommen. Und das bedeutet, dass der Aktor dann weniger Gewicht tragen muss und insofern auch kleiner ausgeführt werden kann und weniger Energieverbrauch hat. Das andere Konzept wäre dann eine serielle Ausführung und das bedeutet, ich habe meine passive Struktur, unterbreche diese, füge mein aktives Element, also meinen Aktor ein und lasse danach dann wieder die passive Struktur weiterlaufen. Das hat natürlich den Vorteil, dass ich keine doppelte Struktur benötige, also dass ich hier ressourcenschonender insgesamt nochmal unterwegs bin, dass ich einen Einfluss auf die Gesamtsteifigkeit der Struktur ausüben kann. Aber, das ist dann der Nachteil, dieser Aktor, also dieses aktive Element, im statischen Lastfall auch beansprucht wird, also auch das Eigengewicht mit abtragen muss. Dementsprechend muss er dann natürlich ein bisschen größer ausgeführt werden und braucht mehr Energie. Und dann ist noch das Problem, was passiert bei Stromausfall. Insofern hat man diese beiden Konzepte miteinander abgewogen und überlegt, inwiefern man wo welche Konzepte einbauen kann, ist dann zu folgender Aufteilung gekommen, dass wir in den Stützen, da wo wir sehr gut dämpfen können dann und Bewegungen dämpfen oder aber auch initiieren können, also wir können das auch rückwärts sozusagen, wir können nicht nur die erzeugten Bewegungen durch Wind ausmerzen und ausgleichen, sondern wir können auch simulieren, es wäre Wind und mit unseren Aktoren dann das Gebäude in Schwingung versetzen. Und dieses System der parallelen Aktuierung hat man dann für die Stützen sich überlegt und die für die serielle Aktuierung, dann für die aussteifenden Elemente, sind in unserem Fall einfach Diagonalen, die über drei Geschosse gespannt werden und das Gebäude aussteifen. Der Vorteil ist bei der Stützenversion kann ich dann eben durch die Verteilung der Stützen oder der Aktoren in den Stützen dafür sorgen, dass Lasten zum Beispiel eben auf alle vier Stützen überlagert werden. Wenn ich jetzt, wie in diesem Bild angedeutet, hier nur seitliche Windlasten habe, wird zwangsläufig die Innenseite stärker beansprucht als die Außenseite. Durch diese Integration der Aktoren kann ich das jedoch ändern und kann auch hier dafür sorgen, dass die Last gleichmäßig verteilt auf alle Stützen übertragen wird. Und in diesem Fall hier kann ich Verrautungseffekte, die sich auch durch die einseitige Windbelastung ergeben würden, verhindern, indem ich eben die Diagonale dann, in dem Fall wäre es zum Beispiel die hier, die würde ich dann anziehen und damit verkürzen und somit kann ich diese Verrautungseffekte verhindern und meine Steifigkeit des Gebäudes punktuell erhöhen. Umgesetzt wird das dann im Gebäude so. Wir haben 8 Aktoren, die in den Stützen sich befinden und 16 insgesamt, die sich in den Diagonalen befinden. Wir sprechen immer von einer Einheit, weil wenn ein Aussteifungssystem, so wie hier, diese Diagonale über drei Geschosse geht, dann sind diese drei Geschosse eine Einheit. Insgesamt haben wir 12 Geschosse, also 4 von diesen Einheiten. Und die ersten 3 Einheiten, also die untersten 3, sind jeweils mit einer unterschiedlichen Anzahl an Aktoren versehen. Ja, also insgesamt sind es dann 24 Aktoren, die in dem Gebäude lokalisiert werden können mittlerweile. Ja. Und das wären dann die Effekte, die wir uns davon erhoffen. In schwarz das Gebäude, wie es ohne Aktorik sich verhalten würde unter Wind, da kann man ganz gut sehen, dass man dann doch eine sehr deutlich längere Zeit hat, in der das Gebäude in Schwingung versetzt wird. Und in dem hellblauen Fall hingegen wird die Amplitude
sehr schnell kleiner und kann dadurch eben, ja, schwingt weniger, es erzeugt weniger Spannungen im System und dadurch kann ich das Material eben auch weglassen, das ich ansonsten benötigen würde, um zu verhindern, dass mein Gebäude so schwingt wie das schwarze Tuch. Dann ist es so gewesen, dass man jetzt nicht gleich sagen kann, okay, wir haben es jetzt einmal in der Theorie getestet, dann bauen wir gleich das fertige Gebäude. Das hätte sowieso von der Planung her wahrscheinlich nicht funktioniert. Allerdings gilt es in der Forschung auch immer, die ersten Konzepte nochmal kleinmaßstäblig zu validieren, um dann vielleicht den nächsten Schritt zu machen und dann irgendwann mal einen größeren Prototypen zu erzeugen. Wir haben hier sehr schnell, also auch bereits 2017, nach einem halben Jahr Forschung circa, es sieht auch sehr maschinell aus, aber es ist ein Maßstabsmodell von der Technologie, die wir testen möchten. Und dieses Maßstabsmodell ist 1:18, also wir sind jetzt insgesamt bei 37 Meter, das heißt, der hier ist irgendwie 1,80 groß und hat auch bereits schon sehr viel Technik mit drin. Diese grünen Lichter zum Beispiel sind auch LED-Sensoren, die nachher dann im Großen auch eingebaut werden, um die Schwingungen mit einer neuartigen Art von Sensoren zu messen und zu dokumentieren. Und das war so der erste Sprung und dann hat man einen zweiten Step gemacht und das Ganze im Maßstab 1:1, aber nur als ein Seitenelement. Also das hier ist wieder die Höhe von einer Einheit. Wir haben eine Geschosshöhe von 3 Metern, das heißt, der Rahmen hier ist knapp 9 Meter hoch und hat schon die richtigen Maße, wie wir sie auch im Demonstratorhochhaus letztendlich uns so vorgestellt haben. Integriert in diesen Rahmen, wir nennen es Prototyprahmen, sind bereits 3 Aktoren. 2 davon kann man hier ganz gut sehen, der 3. ist außerhalb des Bildes, ganz oben in einer Stütze. Und da erkennt man ganz gut diese Parallelität, von der ich vorhin gesprochen habe, also diese parallele Aktuierung. Wir haben hier in blau schraffiert integriert die aktiven Elemente, also das hier ist tatsächlich dann der Hydraulikzylinder und der ist integriert in einer Hohlstütze oder in ein Hohlprofil einer Stahlstütze und außen herum ist dann die Stahlstütze. Kontrast dazu, diese serielle Aktuierung in der Diagonale zu erkennen ist. Hier wird die passive Diagonale fängt an, wird unterbrochen von diesem aktiven Element und geht danach wieder als passive Diagonale weiter. Genau, und so wurden schon mal die Prinzipien in so einer kleinen Einheit getestet. Ich habe hier ein Video, das hoffentlich zeigt. Genau, man kann hier gut auf die Diagonalen blicken. Das sind jetzt Bewegungen, die wir ausschließlich durch die Aktuierung, also die Verlängerung oder das Zusammenziehen der Diagonalen erzeugen. Und wenn man hier auf diese kleinen Löcher hier schaut, dann kann man auch erkennen, dass darin etwas arbeitet. Genau, so kann man nochmal gut den Aktor erkennen. Das basiert natürlich auf wahnsinnig komplizierten Algorithmen, in welcher Art und Weise dann die Stellwege dieses Aktors dann sind, also wie groß und wie weit dann die Distanzen sind. Deswegen mal wieder der Aufruf, interdisziplinäres Arbeiten war hier auf jeden Fall notwendig und wichtig. Man hat dann aus diesem Prototyprahmen und auch aus dem Maßstabsmodell, das wir davor gemacht haben, immer wieder Lehren ziehen können. Und mit jedem Prototypen, mit jedem Testlauf hat man die Kenntnisse noch mehr vertiefen können, um zum Beispiel, was wir jetzt, das sind eher nicht gestalterische, aber funktionelle Optimierungen noch durchgenommen. Davor im Prototyprahmen war das ein Parallelogramm, jetzt haben wir hier ein Kreis als Aktorik-Grundriss und auch die Segmentierung des Gebäudes wurde verändert und angepasst, sodass wir jetzt hier eigentlich eher über die ganze Einheit gespannt eine Stütze haben, nicht in jedem Geschoss, also nicht alle 3 Meter abgekappt, sondern eben hier, wie man sehen kann, eine längere Einheit. Und nachdem dann diese ganzen Faktoren berücksichtigt wurden, wiederum in die Planung mit integriert wurden, kam es dann dazu, dass wir August letzten Jahres oder Juli letzten Jahres konnten wir dann mit dem Baubeginn
mit dem Baubeginn des Projektes beginnen. Angefangen hat es mit dem Treppenturm. Der war relativ schnell fertig. Gut, die Komplexität dieses Bauteils ist auch deutlich geringer als die des Demonstrator-Hochhauses, da der Treppenturm einfach aus relativ simplen Stahlelementen besteht. Hier wurde dann nochmal die durchgängige Dicke des Materials überprüft, dass es keine Einschlüsse gibt oder keine Unebenheiten. Und hier sieht man zum Beispiel auch an diesem kleinen Ausschnitt, wie die Aktorik dann eingefügt wurden. Und ich gebe es zu, es war schwierig, das erstmal mit, also das eine ist die Kommunikation innerhalb der Universität und den Forschungspartnern. Das andere ist die Kommunikation mit den Planern und mit den beratenden Ingenieuren, die natürlich auch nicht wahnsinnig viel Erfahrung mit Adaptivität und Hydraulikzylindern normalerweise haben. Und das nächste schwierige Element war dann auch nochmal die Kommunikation mit der ausführenden Firma. Da hatten wir sehr Glück, dass unsere ausführende Firma da auch begeistert dabei war, um diese neuartige Technologie irgendwie auch sich selber beizubringen. Und ja, dieser eine Ausschnitt hat dann gezeigt, wie die Hydraulikzylinder allerdings von uns, also von Forschungsseite, dann integriert wurden in die fertig gelieferten Bauteile. Ja, dieses Video entstand im November und da gab es ja noch kein Gebäude, das man dann letztendlich begutachten konnte, also kein Demonstratorhochhaus. Denn das Demonstratorhochhaus gibt oder steht erst seit Ende letzten Jahres. Hier sind zwei Bilder aus der Bauphase. Man kann ganz gut erkennen, dass es Stahlrahmenbau ist und wir haben aber Holzdecken integriert, um wenigstens irgendwo noch einen nachhaltigen oder nachwachsenden Rohstoff zu integrieren. Die Materialwahl auf Stahl ist auch deswegen gefallen, weil es eben bei Stahl sehr einfach ist, die Verhaltensweisen der Bauteile zu verfolgen. Also wenn ich zum Beispiel den Messstreifen, das sind eben die Sensoren, die wir hier insgesamt 128-fach auf die Stahlstruktur aufgebracht haben. Wenn man die eben auf dem blanken Stahl ohne die Beschichtung, ohne die Brandschutzbeschichtung oder die Korrosionsbeschichtung aufbringt, dann kann man sehr detailgetreu und sehr genau die einzelnen Spannungszustände des Materials und in diesem Bauteil messen. Bei Holz zum Beispiel hätte man ganz andere Schwankungen in den Messdaten, denn Holz verändert sich über den Lauf der Zeit sowieso dann auch mit vorherrschenden Temperaturen oder Feuchtigkeitswerten. Insofern war Stahl aus Forschungssicht ein sehr naheliegender Baustoff. Und das andere war dann auch, dass man Hohlprofile aus Stahl natürlich viel einfacher als zum Beispiel aus Beton oder Holz herstellen konnte und damit diese parallele Ausführung dann erst machbar wurde. Es ist allerdings vorgesehen, man kann es hier auch gut erkennen und ich zeige es auch nachher nochmal an der kleinen Explosionszeichnung, dass man das ganze Gebäude auseinandernehmen kann. Wir haben hier ausschließlich Schraubverbindungen in den Bauteilen, die übereinander gestapelt werden und können somit auch eine Stütze zum Beispiel ausbauen und durch ein anderes Material ersetzen. Man kann hier ganz gut erkennen, dass die Aktoren noch nicht vorgespannt sind. Die Aktoren sind noch nicht gespannt und die Diagonalen sind auch noch nicht vorgespannt. Das hat sich natürlich dann noch geändert im Laufe der Bauzeit. Ja, auch gut zu erkennen ist, dass es einen Abstand gibt zwischen Treppenturm und Demonstratorhochhaus. Der ist natürlich notwendig, weil der Treppenturm soll nicht wirklich mitschwingen, wenn wir das Demonstratorhochhaus in Schwingung versetzen. Und auch sonst möchten wir nicht, dass der Treppenturm in irgendeiner Art sich statisch oder auf die Steifigkeit des Demonstratorhochhauses auswirkt. Das nächste Bild ist auch ein Zeitraffer, den ich erst vor kurzem erstellt habe, der jetzt den Bau des Demonstratorhochhauses beginnend im Dezember letzten Jahres zeigt.
Also auch hier wurde in diesen Einheiten gebaut. Man hatte schon mal die Einheiten im Vorfeld hier aufgebaut, also diese drei Geschosse integriert, um sie dann im Ganzen, das geht dann auch gleich sehr schnell, auf die bestehenden sechs oder zwei Einheiten und sechs Geschosse draufzuheben. Und zwar jetzt, genau. Da wird das einfach sehr schnell übereinander gestapelt und dann werden jetzt die Diagonalen festgezogen, beziehungsweise erstmal montiert, festgezogen und anschließend kommt dann auch schon die Fassade dran. Ja, die Fassade ist im ersten Schritt, also so wie das Gebäude jetzt fertiggestellt wurde, nur eine einlagige Witterungshülle eigentlich. Also wir haben hier, das ist wie eine LKW-Plane, die auf einen Holzrahmen aufgespannt wurde und sehr dünn ist, sehr leicht ist. Wir wollten hier auch wirklich das sehr Material minimal halten, denn Ziel ist es, dass jedes dieser Geschosse irgendwann, das erste wird wahrscheinlich schon im Sommer dann passieren, ausgetauscht werden kann, um dann mit neuartigen Fassaden, die auch wiederum in unserem Forschungsbereich erforscht werden, ersetzt werden zu können. Also dieser einlagige Witterungsschutz ist jetzt wirklich nur gegen Wind und Regen gedacht, sodass die Holzdecken dann auch nicht unbedingt immer so nass werden und kann sehr einfach, ja, minimal invasiv sozusagen dann ausgetauscht werden. Ja, so sieht das Gebäude aus, beziehungsweise so sah es jetzt aus vor 3 Wochen. Ich habe hier noch mal ein paar Fotos mitgebracht, die bei schönerem Wetter aufgenommen wurden. Diese Plane ist eben komplett durchgezogen, momentan auch noch weiß. Man könnte sich hier auch gut irgendwie eine Art von Bedruckung vorstellen, finde ich jetzt aus architektonischer Sicht. Bei dem linken Foto der beiden würde ich noch gerne ein Augenmerk auf diese drei Stellen richten. Bei dem Maßstabsmodell gab es ja diese grünen Lichter, die da geblinkt haben und genau das wird dann auch hier bald dran gebaut werden, dass hier an diesen Stellen die LED-Sensoren montiert werden können und damit dann am Boden werden dann Kameras aufgestellt werden, die den Bezug zu diesen LED-Sensoren herstellen und dann zeitgenau wissen, ist das Gebäude jetzt leicht schräg, ist es gleich in Bewegung und diese Informationen dann eben sehr schnell mitteilen können. Also dieser Sonderforschungsbereich widmet sich nicht nur der Adaptivität, sondern allem drumherum. Wir haben natürlich auch einen Bereich, der sich mit der Sicherheit auseinandersetzt. Also gerade dieses Problem, was passiert bei Stromausfall. Normalerweise ist es so, dass der Aktuar dann nicht sich komplett entlädt, sondern dann einfach still stehen bleibt, so wie er davor war. Aber da müssen natürlich Sicherheitskonzepte entwickelt werden, die dann an unserem Gebäude verifiziert werden, um sie dann in irgendeiner Art praxisnah, möglichst bald dann auch rüberzubringen, sodass wir diese Adaptivität vielleicht auch flächendeckend tatsächlich nicht nur auf Forschungsprojektbasis, sondern dann auch in der Realität und in der reellen Bauwirtschaft dann verwenden können. Ja, das ist vielleicht auch noch eine kleine Erwähnung wert, dass wir hier natürlich den Vorteil hatten, dass wir auf der Universität, auf einem Campus sind, der ein Gebiet oder einen Bauplan oder einen Bebauungsplan hat und nicht unbedingt, wir haben keine Nachbarn so wirklich, weil alles eben Universitätsgelände ist. Allerdings mussten wir trotzdem die vorherrschenden Richtlinien, also Genehmigungsplanung, Ausführung und dann natürlich Prüfstatik etc. mussten wir einhalten. Und bei der Genehmigungsplanung hatten wir sehr viel Glück, dass die Stadt Stuttgart hier auch offen dafür war, dass als Experimentalgebäude, wir sind zwar ja rein rechtlich oder von der Gebäudeklasse her ein Hochhaus, allerdings ohne permanente Nutzung, denn dort drin werden eigentlich nur zu Installations- oder Wartungszwecken sich Personen dann aufhalten und es wird kein permanenter Arbeitsplatz zum Beispiel sein. Das wäre zum Beispiel Thema Fluchtweg natürlich ein Problem gewesen, aber da hatte die Stadt Stuttgart ein Einsehen und hat uns hier befähigt, dass wir das Gebäude so fertigstellen, wie es geplant war
Nur ist es eben trotzdem eigentlich ein Hochhaus und musste andere Faktoren, wie zum Beispiel die Standsicherheitsnachweise, als herkömmliches Gebäude, also als passives Gebäude erfüllen. Da der Prüfstatiker auch noch nie mit adaptiven Elementen im Gebäude zu tun hatte, kamen wir nicht drum herum, das Gebäude auch standsicher nachzuweisen, wenn alle Aktorik ausfallen würde oder alles davon nicht funktionieren würde. Insofern kann man sich auch sicher darum herum aufhalten, es wird nichts passieren. Hier noch eine kleine Ansicht des Innenraumes. Hier kann man ganz gut erkennen, dass der Aktor hier in der Stütze ist. Diese Aussparung wird dann noch verschlossen werden, aus brandschutztechnischer Sicht, aber trotzdem kann man so noch ganz gut festhalten. Dann ist das hier ein Aktor der Diagonale. Hier kann man nochmal eben ein Eck und das gleiche Eck sehen, wie es die beiden Aktoren, oder alle drei Aktoren hier dargestellt werden. Dieses kleine Gehäuse hier im Vordergrund ist tatsächlich mit der Hydraulik oder gehört zur Hydraulik. Das sind nämlich so kleine Speicher, die das Hydrauliköl schon mal vorspeichern, um dann schnellstmöglich den gewünschten Druck in die Hydraulikzylinder einbringen zu können. Je nachdem, wie viel Kraft das die Hydraulikzylinder aufwenden müssen und wie viele es auch sind, bei den drei ist dieses Gerät schon relativ groß, muss man sagen. Bei den oberen Geschossen sind es dann weniger Hydraulikzylinder und wenig Kräfte, die aufgewandt werden müssen. Da wird das dann ganz deutlich kleiner. Ja, aber ansonsten muss man zugeben, es sieht sehr technisch aus, ist aber auch jetzt mal so gewollt. Wir möchten natürlich nicht diese Elemente in irgendeiner Art verstecken, denn ja, zum einen sind wir natürlich stolz darauf, dass unser Gebäude diese Elemente beinhaltet und zum anderen ist es auch zu Wartungszwecken und Installationszwecken natürlich viel einfacher, wenn diese Elemente zugänglich sind. Und hier kann man noch ganz klein diese DMS-Streifen, also DMS, das sind Sensoren, wie vorhin schon kurz erwähnt, erkennen. Die sind jetzt natürlich noch nicht angeschlossen, weil wir momentan uns in der Bauphase befinden, dass gerade die gesamte elektrotechnische Installation stattfindet und die Hydraulik parallel schon mal bereitgestellt wird. Aber die Anschlüsse der Sensoren zum Beispiel, die werden von Uniseite getätigt. Und wir können natürlich erst, wenn die ganzen Fachplaner oder die Fachfirmen dann fertig sind, können wir dann das Gebäude in Betrieb nehmen und alles verkabeln und alles vernetzen. Und diese kleinen Kästchen sind diese Dehnmessstreifen oder umhausen die Dehnmessstreifen, die dann jede Bewegung und jeden Spannungszustand in der Stahlstütze messen können. Und hier noch ein weiteres oder eine weitere Herausforderung, diese Kabelelemente, wie sie hier in das Demonstratorhochhaus geschossweise eingeführt werden, da muss man natürlich berücksichtigen, dass die nicht straff gezogen werden können, weil sich der Demonstrator oder das Demonstratorhochhaus ja entsprechend bewegen können muss. Und insofern müssen auch die Leitungen und die Rohre und alle Zugänge mit flexiblen Anschlüssen ausgeführt werden. Zudem idealerweise steckbar, weil wir, wie gesagt, diese Fassaden relativ regelmäßig dann auch austauschen möchten, um neue Fassaden einzubauen. Und dafür müssen natürlich die Leitungen auch alle variabel und lösbar ausgeführt werden. Das ist nicht nur für die Rezyklierbarkeit am Ende der Lebensdauer dieses Gebäudes notwendig, sondern eben in unserem Fall auch ganz maßgeblich für die Jahre des Betriebs. Ja, aber alles Dinge, die man eben stark berücksichtigen muss. Und hier noch die kurze Axonometrie, wie eingangs erläutert, dass wir auf Austauschbarkeit und Additivität geachtet haben. Man kann eben zum Beispiel hier diese Stütze problemlos zwischenspannen und dann austauschen und ausbauen. Ja, und das wollte ich noch kurz zur integralen Planung loswerden. Wir haben hier definitiv nicht dieses System, dass alles beim Architekten gebündelt wird und dann von dort aus nur ohne den Kontakt zwischen den einzelnen Fachdisziplinen vonstatten geht,
sondern es ist viel eher dieses wahnsinnig integrative Miteinander mit sehr, sehr vielen Planungsbesprechungen, an denen die unterschiedlichsten Disziplinen an einem Tisch sitzen, wo man sich auch erstmal auf eine gemeinsame Sprache verständigen muss, denn die unterschiedlichsten Wörter haben in den Fachdisziplinen auch dann ganz andere Bedeutungen. Und gerade dieses Fachjargon, was wir in der Architektur vielleicht haben, ist dann im Maschinenbau überhaupt gar nicht gängig. Also da gab es dann auch erstmal so die, keine Probleme ehrlich gesagt, sondern eher so die ein paar witzige Momente, wo man feststellt, ach so, das ist vielleicht dann doch gar nicht so der normale Sprachgebrauch für Maschinenbau oder für Elektro, für Steuerungstechniker. Und was wir uns davon erhoffen, letztendlich, das ist ja das, was, wozu wir das Ganze, die ganzen Anstrengungen auch unternehmen, ist, dass wir nicht nur das Global Warming Potential, also die Emissionen, die jetzt in dem Fall hier pro Quadratmeter und Jahr angegeben werden von einem Referenzgebäude, das wir jetzt mal als konventionelle Bauweise in der gleichen Art und Weise sehen würden, hätte jetzt in dem Fall 2,2 Kilogramm CO2-Äquivalent pro Quadratmeter und Jahr. Und wir erhoffen uns, dass man später mal auch flächendeckend durch Adaptivität diese 2,2 in ein 1,2 umändern kann. Und der zweite Vorteil, also ist eben nicht nur die Einsparung der Emissionen der Lebenszyklusphasen A, sondern auch, dass man dadurch, Struktur weniger strapaziert wird, weil einfach viel weniger dynamische Bewegungen aufgenommen werden müssen, dass dadurch die Lebensdauer dieser Struktur mehr als verdoppelt werden kann. Und wenn man diese beiden Faktoren, also Verdoppelung der Lebensdauer plus Halbierung fast der grauen Emissionen der Konstruktion übereinander legt, dann sehen wir da sehr großes Potenzial, dass adaptive Architektur oder adaptive Strukturen einen großen Beitrag leisten können, um die Emissionen und die Materialitätsverbräuche in der gebauten Umwelt zu reduzieren. Noch am Schluss noch ein paar kleine Weiterentwicklungen, wie wir sie uns oder wie sie auch Thema und Projekte unserer Forschung sind. Es gibt zum Beispiel adaptive Decken oder wird es bald geben, die auch kleine, man könnte sich Kissen vorstellen, in der Betonstruktur integriert haben. Also das kann man hier, das schwarze Drumherum ist Beton und da werden dann kleine Kistchen integriert. Und normalerweise würde auch hier ein sehr schlanker Betonträger sich deutlich durchbiegen. Das hat man jetzt, zum Beispiel hier in der ohne, also rot bedeutet, dass es nicht hydraulisch aktiviert wird. Und sobald man aber das Hydrauliköl in diese Kistchen einpumpt und die sich dann ausdehnen damit, das kann man in diesem Bild ganz gut erkennen, kann man die Verformung dieses Balkens, und das ist dann eben auch übertragbar auf eine Decke, kann man auch auf fast null ausgleichen. Das heißt, auch hier sind wir wieder mit Adaptivität in Betonbauteilen unterwegs, um da dann auch wirklich maßgeblich Material einzusparen. Man könnte hier zum Beispiel auf eine Decke gesehen auch bis zu 50-60% des Materials einsparen. Ja, und das ist dann unser Wunschbild, was wir für, sagen wir mal, 2024 haben, dass wirklich alle Fassadenelemente bis dahin ausgetauscht werden, dass wir neuartige Fassaden haben werden, die zum Beispiel ihren Transmissionsgrad verändern können, ihre Feuchteaufnahme oder den Urban Heat Island Effekt, also durch die Abstrahlung der Sonnenkraft in den Außenraum oder beziehungsweise wieder in den Himmel beeinflussen können, dass wir den Innenraum für den Nutzer und die Nutzerin optimal gestalten, denn gerade im Sommer oder im Hochsommer merkt man bei uns auf jeden Fall sehr häufig mittlerweile, dass die Räume überhitzen. Eine Kühlung, mechanische Kühlung ist jedoch nicht unbedingt empfehlenswert und toll wäre es noch, wenn die Fassade sich dementsprechend einfach anpassen kann an meine Bedingungen, wie ich sie brauche. Ja, das ist so die Zukunftsvision, die wir für in ein paar Jahren hegen. Und damit bin ich jetzt am Ende meines Vortrags und ich hoffe, ich konnte einen kleinen Überblick geben und es war nicht allzu kompliziert und komplex,
Aber ja, wenn es Fragen gibt, dann gerne an mich jetzt richten. Jetzt wäre die Gelegenheit. Danke. Super. Stephanie, lieben Dank. Das war eine sehr spannende Ausführung, auch interessant, die Herangehensweise für das Projekt, was ihr da jetzt auf die Beine gestellt habt, was auch jetzt physisch erlebbar ist. Und da gibt es schon ein paar Fragen, bevor ich dann noch ein paar andere, die ich selber auch noch notiert habe, dazu stelle. Die erste Frage war, funktionieren die Adaptoren auch bei Erdbeben? Das ist wahrscheinlich vermutlich die erste Frage, die jeden dann gleich brennend interessiert. Ja. Also so, antworte ich gleich, oder? Ja, gerne, klar. Okay, also das ist natürlich ein Ziel. Unsere Untersuchungen werden Erdbebensimulationen auch mit einschließen. Es ist nur etwas schwieriger, das dann auch im Reellen zu simulieren bei Erdbeben, nicht im Gegensatz zu Wind, der sich langsam aufschaukelt, bis man dann die Eigenfrequenz erreicht und das Gebäude dann wirklich sehr stark sich bewegt. Bei Erdbeben ist es ja so, der Impuls kommt sofort und löst damit sofort diese Kräfte oder ja die Bewegung im Gebäude aus. Deswegen ist es ein bisschen schwieriger, Erdbeben zu simulieren in einem Versuchsstand, wie wir ihn jetzt hier haben. In der Theorie, also in unseren Simulationen, die am Computer durchgeführt werden, da ist es auf jeden Fall auch ein Bestandteil und wird auch mit in Betracht gezogen werden. Ja. Okay, dann war die Frage, wie groß wäre jetzt die ausgerechnete Einsparung der Last der statischen Konstruktion, die ihr dort habt? Ja, wenn man das gesamte Gebäude dann auch in Zukunft so ausführen kann, dass man auf diesen Fallback-Mechanismus, also wie ich erwähnt habe, hatten wir bei der Genehmigungsplanung oder bei der Prüfstatik das Problem, dass alles auch so ausgelegt sein musste, als wäre es ein passives Gebäude. Wenn wir aber annehmen, dass in Zukunft auch gerade durch unsere Versuche dieser Mechanismus in der Prüfstatik dann auch abgeändert werden kann, dass man auch wirklich nur auf die Hydraulikzylinder vertrauen kann, dann können wir bis zu 50% einsparen. Also diese Einsparung ist dann ja, die Hälfte. Wäre es denn möglich, es wird ja mit Hydraulikzylinder und mit Hydrauliköl geregelt. Wenn man so das Prinzip des Mountainbikes kennt, das ist ja nicht mit Elektronik, mit Dämpfern versehen, die auch teilweise mit Gummis oder auch mit Hydraulik gewisse statische Verhalten dämmen und eindämmen. War die Überlegung, das ohne Elektronik auch zu realisieren, sozusagen über die Kraft der Last, des Windes zum Beispiel, der das Gebäude gegendrückt, dass dann die Gegenlast über anderen Hydraulikzylinder selbst eine eigene Dynamik bekommt, das wurde nicht untersucht oder geht das gar nicht? Ja, also halte ich für schwierig. Da weiß ich jetzt nicht ganz genau, was meine Kollegen in der Systemdynamik alles vorbereitend darauf recherchiert oder erforscht hatten. Aber halte ich prinzipiell für schwierig, das als, ja, weil ist ja dann eigentlich auch passiv wieder, wenn ich gar keine Elektrobestandteile habe. Ja. Genau. Dann wäre es passiv, dann ist das mit diesem aktiv und adaptiv widerspricht sich ein bisschen. Also würde ich fast sagen, ist nicht möglich. Diese passiven Systeme, die gibt es ja in Hochhäusern teilweise wie in Taipei 101, ist das bekannteste, mit diesem wahnsinnig großen Gewicht, das man dann einfach aufs oberste Stockwerk reingehängt hat. Würden wir aber auch deswegen eben nicht machen wollen, weil man zusätzliches Gewicht reinhängt, das dann wiederum irgendwie abgetragen werden muss. Dieses Gewicht ist auch noch ganz oben, das heißt, es muss über alle Stützen abgetragen werden. Dann habe ich eigentlich also noch mehr Materialverbrauch. Und deswegen war das, glaube ich, für uns auch gar nicht so wirklich zur Diskussion gestanden. Der Vorteil an eurem Forschungsprojekt ist vielleicht auch, wenn man in die Vertikale baut, sagen wir an Standorten, wo man starke Windlasten hat, hätte man ja mit eurem System ja durchaus, also mit der Forschung, Entwicklung und den Ergebnissen wahrscheinlich große Vorteile, wirklich in die Vertikale zu bauen, um eben auch Materialien zu schonen. Da kommt auch schon die nächste Frage, so in die Richtung so ein bisschen Materialforschung, die ihr betrieben habt. Du hast gesagt, ihr habt den Stahl ausgewählt, weil es für euch am einfachsten war, letztendlich in den Stahl diese Hydraulikzylinder einzubringen, weil ich den eben aushöhlen kann und diese Außenwand genügend statische Kraft hat, um das Prinzip für das Gebäude so zu... welche Materialien habt ihr noch untersucht, jetzt außer Stahl und Holz, was ja zwei Produkte sind? Ja. Oder zwei, also Beton Materialien ist auf jeden Fall natürlich noch ein großer Untersuchungsgegenstand. Wir könnten uns auf lange Sicht, das wurde aber, soweit ich weiß, noch nicht untersucht, auch
sowas wie Titanium ganz gut vorstellen oder dass man mit Carbon dann nochmal arbeitet. Aber ja, prinzipiell in der die vorherrschenden Baustoffe in der Baubranche sind ja dann doch Beton oder Stahlbeton und Stahl und Holz vielleicht noch. Und deswegen war jetzt der Fokus auch erstmal darauf. Bei Beton sind wir auch weiter gekommen. Also klar, diese Deckensysteme, die sind ja zum Beispiel für Betondecken geeignet. Dann mein Kollege forscht zum Beispiel auch an, wie kann ich die Hydraulikelemente in Stützen, in Betonstützen integrieren und da so eine Art Stahl-Betonstützenverbund auch dann schaffen. Mhm. Ja, also das sind so die Materialien. Holz war euch dann zu riskant, das Thema Holz zu untersuchen. Ja, eben. Jetzt für den ersten Aufschlag. Genau, ja. Ist natürlich schon ein Thema für die nächsten Jahre. Deswegen ist es eben auch so variabel ausgeführt, dass man es wieder rausnehmen kann. Mhm. Aber ja, wird auf jeden Fall ein Thema sein in den nächsten Jahren. Da kam noch eine Frage. Ja, gute Frage. Gewichte, Aktoren, Einsparung in den statischen Elementen. Ich glaube, das war das Gleiche. Also das Gewicht der Aktoren ist ja schon berücksichtigt. Das ist ja berücksichtigt, genau. Wie kann man Parallelaktoren aktivieren? Ist die Schäfigkeit der äußeren Stahlhülle nicht viel größer? Das ist ja, das könnte ja natürlich auch spannend sein, ja. Ja, also man braucht natürlich dann auch Aktoren, die entsprechenden Kräfte aufbringen können, die Stellwege trotz der Steifigkeit der Stahlstruktur außenrum aufbringen können. Und ja, also wir haben schon auch gesehen beim Einbau letztendlich, dass als wir mal nur ein Rahmensegment oder eine Einheit hatten und da dann eine Diagonale eingebaut haben mit einem Aktor drin, dann hatte die schon mal so einen leichten Knick und die Stütze kam dann auch schon so ein bisschen geneigt daher. Mhm. Im Gesamtsystem hat sich das dann mit den Stützen wieder ausgeglichen einigermaßen, aber richtig gerade wurde es dann tatsächlich erst, als wir die Aktoren dann auch entsprechend gestellt haben. Also ja, das Gewicht der Aktoren spielt natürlich eine Rolle, ist aber berücksichtigt und jeder Aktor kann einzeln angesteuert werden. Also alle 24 Aktoren werden. Dann noch eine Frage zum erwartenden Lebensdauer, der Lebenszyklus eines Steuersystems der Aktoren und wie groß ist der Einfluss auf die Energiebilanz für den Carbon Footprint? Mhm. Da muss ich leider sagen, ich war nicht direkt an diesem Forschungsbereich beteiligt. Wir haben natürlich Untersuchungen da angestellt, es gab eine gesamte Ökobilanzierung, die den gesamten Lebenszyklus inklusive Gebäudebetriebsenergie berücksichtigt hat. Und da sind wir auch eben immer noch deutlich im, ich glaube, um 40% weniger Energieverbrauch würden wir dann erwarten. Weniger Emissionen werden wir inklusive Energieverbrauch für die Hydraulikzylinder erwarten. Ich gebe auch noch zu berücksichtigen, dass wir hier auch eine Zukunftstechnologie erforschen. Und 2050 müssen eigentlich alle, also das ist ja per Gesetz mehr oder weniger ausgemacht, dass die Energieemissionen auf Null gesetzt werden müssen. Also dass die gesamte Energie ausschließlich aus nicht fossilen oder aus Müllverbrennung oder Holzverbrennungsenergiequellen resultiert und damit eigentlich fast unbegrenzt zur Verfügung steht. Von dieser Prämisse gehen wir auch weiterhin aus und sagen, eigentlich sind die energiebedingten Emissionen während des Betriebs zu vernachlässigen. Dann eine Frage zum Thema Dehnung der Stahlschützen, möglicherweise zum Problem beim Brandschutz, Stichwort Anstrich. Ja, also wir haben einen Anstrich natürlich, ist auch so ein sehr spezieller, der den Korrosions- und den Brandschutz beinhaltet. Und die Bewegungen der Stahlstütze sind ausschließlich innerhalb des Elastizitätsbereichs der Stütze. Also wir gehen hier nicht über die Stütze hinaus, sondern wir bewegen uns in diesen paar Millimetern, die eine Stütze, die insgesamt dann 9 Meter lang ist, sowieso hat, weil sie dem Elastizitätsbereich, in dem sich befindet. Und insofern ist das bisher eigentlich kein Problem. Dann hattest du zum Schluss deiner Präsentation nochmal auf das Thema integraler Prozess hingewiesen in der Planung. Das ist ja, glaube ich, sehr spannend. Das hört sich auf jeden Fall so an, als wie das, weil du gesagt hast, es gibt unterschiedliche Wahrnehmungen in Fachbegriffen. Ja. Und
Wie stelle ich mir das integrale Planen vor? Habt ihr mit einem Tool geplant? Habt ihr auf BIM-Daten geplant? Oder wie? Mit welchen waren da Systeme, die miteinander kommuniziert haben? Oder musstet ihr teilweise Systeme losgelöst dort einbinden? Also wir hatten, hier war ein großes Problem, die Dateienformate. Also wir in der Architektur arbeiten ja meistens mit DWGs, dann IFCs sind in Maschinenbau sehr stark verbreitet, gut bei BIM-Planung dann letztendlich auch. Dadurch, dass wir hier sehr neuartig unterwegs waren, ist nicht von Anfang an eine BIM-Planung mit eingeflossen. Wir werden das Ganze allerdings jetzt noch aufarbeiten. Das ist nämlich auch wiederum ein Forschungsprojekt, das sich ausschließlich um diese Thematik kümmert, also integrale Planung. Was muss passieren in Zukunft, genau, damit adaptive Gebäude entworfen werden können und auch realisiert werden können? Und da spielt BIM-Planung eine sehr große Rolle. Also wir denken schon, dass es, dass man sich hier auf einheitliches Dateiformat, wahrscheinlich IFC, weil es sehr kompatibel ist mit verschiedensten Programmen, einigen muss und dann könnten damit alle Fachdisziplinen ihren Beitrag leisten, an einem gemeinsamen geteilten Objekt arbeiten. Hatten wir jetzt in unserem Fall noch nicht, leider. Man hat dann auch gemerkt, es wäre vielleicht gut gewesen, das schon von Anfang an zu machen. Nachher ist man schlauer. War relativ zweidimensional am Anfang. Der Stahlbauer hat es dann natürlich für sich, man hat es dann in einem Video gesehen, in ein dreidimensionales Video in ein dreidimensionales Objekt übertragen, um dann alle Öffnungen und alles an der richtigen Stelle auch zu haben. Aber ja, es wäre gut gewesen und wird auch in Zukunft sicherlich so sein, für die adaptiven Fassaden zum Beispiel machen. Ich denke auch, weil ob das denn nachher BIM ist, ist noch eine andere Frage. Umso mehr Technologie, umso mehr Experten mit ihren intelligenten Software dazwischen und umso mehr intelligente Softwaresysteme dahinter sind, auch Simulationssysteme, da ist halt die Frage, was ist nachher später mal das Superbrain oder auf welchem Ding läuft das, ja. Dann war noch eine Frage, könnte die Bewegungsenergie durch Wind, Erdbeben etc., wie die Bremsenergie der Züge in Energie für die Adaptoren erzeugt werden? Oh, gute Frage. Also so eine Art Rückkopplung, dass man die genau. Da wir ja versuchen wollen, so wenig Auswirkungen oder so wenig Bewegungen wie möglich zu haben, die man auch sehr frühzeitig dann einfach denen entgegensteuert, glaube ich, wäre es schwierig, da dann Energie rauszuziehen aus dieser Nichtbewegung, die man ja haben will, um die Aktorik damit zu speisen. Interessante Frage. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das möglich ist, theoretisch. Und eine Frage, wie hält der Turm? Wie ist der fundamentiert? Wir haben 5 Meter tiefe Fundamente und auch noch dazu wurde die Plattform mit aktiviert, sodass wir auch in alle Richtungen ausragende ausfahrende Streifenfundamente noch haben. Also über die gesamte Plattformlänge wird es eigentlich dann mit ausgeglichen. Ja, da sieht es aus, jetzt wären wir also durch mit dem ganzen Ding. Und ich muss ehrlich sagen, sehr spannend. Wir müssen eigentlich dann spätestens in einem Jahr mal vielleicht uns wieder online unterhalten. Ja, gerne. Zu den weiteren Entwicklungen, die ihr dann gemacht habt, auch zur Fassade. Aber jetzt kommt noch eine Frage rein. Würde mich freuen, im Zusammenhang mit einem größeren Stadtmodell additionale Layers an Sie, wenn... das geht an dich nachher. Das siehst du ja auch im Chatverlauf. Die Frage, die geht ja direkt an dich wahrscheinlich, dass sich jemand bei dir melden möchte. Bei so einem Stadtmodell finde ich auch sehr spannend. Kontakt an. Und das heißt, das Projekt wird dich noch ein Weilchen begleiten, oder bis zum Ende? Ja, also ich werde es jetzt auf jeden Fall, muss man mal sehen, wo es mich dann auch irgendwann hin verschlägt. Man kann ja auch nicht immer an der Uni bleiben, aber ich finde es ein wahnsinnig spannendes Projekt, habe jetzt 4 Jahre damit zugebracht, dass das Gebäude irgendwie realisiert wird und ja, es ist schon, ich werde da sicherlich sehr oft vorbeigehen und mich mit meinen Kollegen unterhalten, wie die Untersuchungen laufen.
Ja, in Zukunft. Dann möchte ich mich bei dir ganz herzlich bedanken für den tollen Nachmittag in der schönen Mittagspause. Bei dem sonnigen Wetter. Also ich grüße auch nochmal alle, die jetzt so fleißig bis zum Schluss dabei geblieben sind und wünsche euch auf jeden Fall schöne Ostertage. Erholt euch, genießt das Wetter. Ich hoffe, es bleibt noch ein Weilchen schön. Nächste Woche wird es ja wieder etwas mehr Winter. Der April hält Einzug, es wird kalt. Ja. Aber am Donnerstag nächste Woche sind wir wieder um 12.30 Uhr für euch da. Und lieben Dank und einen schönen Mittag, Nachmittag. Stefanie, dir auch schöne Ostertage und danke schön nochmal. Ja? Tschüss.